vermarkten alle Seiten von Reel, also sowohl die Reel-Download-Seiten als auch die technischen Informationen, aber auch den, die Seite, wo es praktisch die ganzen Informationen zum Reel-Player gibt, welche Angebote gibt es, die vermarkten wir im internationalen Bereich. Also das ist einfach der erste Schritt der Kooperation. Im zweiten Schritt werden wir jetzt auch dieses ganze Thema, was jetzt sagen wir mal Streaming-Werbung angeht, weiter auch verfolgen und dort auch Angebote machen. Dazu muss man sagen, dass Streaming-Werbung eigentlich jetzt wirklich in den Kinderschuhen steht, dass sehr viele Modelle gerade ausprobiert werden. Sehr viel wird adaptiert von TV-Werbung, wie zum Beispiel irgendwelche Trailers, Sponsorships, Presenter. Aber es gibt eine ganze Reihe von weiteren Dingen, die man dort machen kann. Aber man muss immer schauen, ich brauche eine kritische Masse, um das noch vermarkten zu können. Aber das sind Dinge, die praktisch wir jetzt praktisch auch im Rahmen von unseren anderen Angeboten, wie zum Beispiel das Thema WAP und alle anderen Dinge, die wir machen, jenseits von klassischer Bannerwerbung anbieten werden. Persönlich halt, ich denke, von Radioseiten sind die Angebote schon sehr gut, also Online-Radioseiten, da bin ich von der Qualität ja schon auch als Nutzer sehr überrascht von der Qualität. Jetzt im Videobereich, muss ich sagen, habe ich noch keine Seite gefunden, wo ich jetzt eigentlich mal total was erstaunt bin darüber, dass, gerade was mit Live-Veranstaltungen angeht. Aber ich denke mal, gerade so im Audiobereich ist es sehr, sehr interessant. Und gerade was jetzt auch Nischenprodukte angeht, ne? Oder auch Angebote wie zum Beispiel Bundesliga.de, wo ich mir zum Beispiel dann auch eine Hörfunkübertragung live anschauen kann oder anhören kann. Das finde ich schon sehr überzeugend. Aber es sind nach wie vor sehr starke Nischenangebote. Und es ist ja noch kein Angebot, das, sage ich mal, flächenübergreifend dort Standards setzen kann. Alles noch sehr viele so Versprechungen, die gemacht werden, also wo man auch sehr große Ankündigungen hat und wirklich schauen kann, für die Leute, die jetzt im Netz sind, was bringt das den Leuten wirklich am Top? Es ist ein Ersatz für ein klassisches Medium, es kann eigentlich eine Ergänzung sein, es müssen Angebote sein, die das klassische Medium nicht anbietet, sei es, dass sie aktueller sind, dass sie spezifischer sind, umfassender sind als Hintergrundinformationen. Da denke ich mir mal, macht es Sinn, aber da ist man überhaupt nicht abzusehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Bezüglich auch auf diese ganzen Ankündigungen, dass man das Pure-Shit machen möchte mit seinen Portalen. Das sind doch alles sehr starke strategische Absicherungen, Geschichten, die jetzt gemacht werden, aber inwieweit die jetzt letzten Endes dann, wie erfolgreich die sein werden, dann muss man sehen. Das wird ja auch Gegenwart gezeigt. Viele Angebote sind ja auch schon da und ich denke mal, was vielen Leuten, also gerade sag ich mal, wir machen ja Vermarktung, also Vermarktungssichtpunkt ist so, dass das der Markt zurzeit noch sehr stark print geprägt ist, also auch vom sehr statischen Medium heraus. Das heißt also, dass wir in die Phase kommen, wo wir jetzt, sag ich mal, die Streaming-Angebote dann auch vermarktungsmäßig erfassen, ist doch noch sehr stark am Anfang des Ganzen, weil uns für viele Leute auch Mediaplaner von technischen Möglichkeiten her noch zu fremd ist. Es ist dann von der Produktion her zu aufwendig, es ist dann von der Reichweite her noch zu beschränkt und. Und was vor allen Dingen ist, Streaming bedeutet ja auch, dass gewisse Modelle, die gelernt sind, wie im TV, plötzlich hinterfragt werden. Also hier kann ich ja zum Beispiel ganz zielgerichtet eine ganz spezielle Kundschaft ansprechen, habe eine Feedback-Möglichkeit. Das ist eine Provokation für klassische Werbemodelle und auch für viele klassische Agenturen ist es eine Provokation, weil damit auch die Frage gestellt wird, wie konntet ihr jahrelang klassische Werbung betreiben und ihr habt uns diese Nachweismöglichkeit geboten? Das muss man einmal im Kopf haben, um zu wissen, dass diese Sachen sehr reserviert gesehen werden, weil sie auch natürlich klassisches Geschäft, was seit Jahren so funktioniert und jeder gut von gelebt hat, in Frage gestellt wird.